みなさん、こんにちは。レナでーす。今日はこちらのレトルトカレーを作りたいと思います。前回ドイツに行った時にレトルトカレーは両親に食べさせてあげましたけど、結構安いものを作ってあげてあんまり好きじゃなかったっていう反応でした。なので今回はスーパーで最も高いレトルトカレーを買って、一つがこちらの名古屋コーチンカレー、なのでチキンが入ってるカレーです。もう一つは松阪牛カレー、まあ本当に高級な和牛が入っているレトルトカレーです。この二つは今から私の両親に作りたいと思います。そしてご飯も今回ゼロから作りたいと思いますので、ちょっとご飯の作り方をママに教えながら作って、後で全部食べたいと思います。準備しましょう。 Das wollen wir Reis kochen. Das hier ist wunderbarer japanischer Reis, den wir aus Japan mitgebracht haben. Und der muss als allererstes gewaschen werden. Und ich würde sagen, wir machen zwei Tassen Reis. So viel. Das kann vereinigt werden. Eine Tasse Reis.私たちは炊飯器が持ってないので、この鍋で作るしかないです。鍋であんまり日本のご飯作ったことないから、うまくいくかどうかわからないです。Als nächstes müssen wir den Reis waschen. Und zwar tut man da erstmal quasi so viel Reis, Wasser rein, wie Reis da ist. Dann umrühren. Und dann direkt ausschütten. Dann kommt da milchiges Wasser raus. Die meisten Japaner benutzen keinen Sieb, aber ich mache das mit Sieb.Vom Reis weg. Ich stärke die Hülle des Äußersten. Und das machst du aber auch, wenn du Reis kochst. Ja. Dann kommt der Reis hier in den Topf. Also hier. Und das Verhältnis von Reis zu Wasser ist 1 zu 1,1 oder 1,2. Also müssen wir das jetzt hier schön abmessen. Hier eins.Und jetzt müssen wir das 30 Minuten so stehen lassen, damit der Reis das Wasser aufnimmt. Aha. Und auf die Platte hier. Und dann auf mittlere Hitze. So, bis es kocht. So, jetzt hat es gekocht und jetzt braucht es noch 12 Minuten. Bei niedriger Hitze. Ja, niedriger Hitze ist dann auf 1 oder noch weniger. Noch weniger? Noch 1? Ja. Dikta kedo.できたかな? Ja, sieht gut aus. Ausmachen vom Herd und 10 Minuten so ruhen lassen, weil der wie sagt man das? Der ist jetzt gedämpft oder so. 最後の10分が待ってる間にこれは準備できるかな? これはもうレンジ用のもので。 Genau, das ist hier so zum Hinstellen in die Mikrowelle, das wird dann. Das hier, da steht drauf, man soll das in einenTeller umfüllen. Mama はプラスチックが嫌いなので、ここの茶碗に入れてからチンします。ご飯もできてるはずです。 Willst du angucken? Oh, schön. Oder? Ja, perfekt. Sehr gut, Lena. Sehr gut. Sehr gut. Dann bin ich gut. Viel Zeit.Nein, kommt kein Salz rein. Viel Salz. カレーがもうできました。めちゃめちゃいい匂いする。ご飯を真ん中に置いて、左側に1個のカレー、右側も1個のカレーかな。で、2つ目のカレーが反対側に。こんな感じで綺麗に出来上がりました。Guten Appetit!Guten Appetit! Hier ist noch ein bisschen extra Spices für dieses Curry, das dunkle. Also es gibt zwei Arten Curry. Also Nagoya Kochin Hühnchen ist eine bestimmte Hühnerart aus Nagoya, die soll sehr gut sein. Sehr teures Fleisch. Das andere ist Rindfleisch und zwar aus Matsusaka, das ist in Mie-Präfektur. Auch sehr teuer, sehr gut.
Das ist für eine Person. Ah, für eine Person. Genau. Ist das, okay. Und deswegen haben wir das jetzt aufgeteilt, damit ihr beides probiert und mit dem wunderbaren Reis, den ich gemacht habe. Ja, den super Reis. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das für Spices sind, aber da stand extra Spices. Ich will auch Spices. Ah, wahrscheinlich Zimt. Noch mehr Zimt. Nee. Sieht Zimt aus. Probier mal. Das wird Curry. Das war jetzt ein bisschen viel, oder? Das zum Schärfer machen wahrscheinlich. Nee, nicht wirklich. Also bei dem hier steht dran, dass es mittelscharf ist, aber japanisches mittelscharf ist eher mild. Ah, so schmeckt es auch. Und da steht nicht mal dran, ob es scharf ist. Also vermutlich das, nicht und deswegen ist da dann das. Das dunklere ist. Tue ich mal erstmal Hühnchen probieren. Okay. Hühnchen probieren. Okay, mach ich auch. Gut. Ja. Bisschen süßlich. Ja. Deswegen, mittelscharf ist eine Lüge. Ja. Ist aber gut. Ist da irgendwo auch Hühnchen? Mini-Stückchen. Doch, da ist auch Hühnchen drin. Das schmeckt schon nicht, weil es schmeckt nach Curry. Ach so. Jo. Schmeckt aber sehr gut. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe das für dich gekocht, das kommt nicht aus einer Packung, würdest du es mir glauben? Nein. Nein. Dafür ist die Konsistenz nicht schön genug. Ja. Aber das, wenn du Curry in Japan machst, auch selber gemachtes Curry, hat diese Konsistenz. Das gibt so Gewürz-Cubes quasi. Mhm. Die tut man ins Wasser und dann wird das diese Konsistenz. Das ist die Konsistenz von japanischem Curry. Weil wir haben die Gewürze selber und deshalb wird es nicht so in diese Konsistenz. Aber das ist die Konsistenz, die Japaner wollen. Also, ja, weil sie es nicht anders kennen. Nein, wenn, auch wenn du es mit nur den Gewürzen machst, packst du irgendwas rein und es diese Konsistenz kriegt. Okay. Das Rindfleischcurry, das schmeckt wie Gulasch. Es hat eine ganz andere würzige Note als das Hühnchen. Ja, schmeckt auch gut. Mir schmeckt das besser. Jetzt muss ich mal ein Fleischstück nehmen. Das kein Fleischstück ist. Kartoffeln, Karotten sind auch noch mit drin. Also das Fleisch ist auch in Ordnung. Ich glaube, da ist ein Stück Fleisch drin und 5 Kartoffeln. Das kann jetzt wieder am Glück liegen. Ich habe nur Kartoffeln und ein Stückchen Fleisch. Echt? Das tut mir leid, ich habe 3. Ich habe auch mehrere, mindestens 3. Und ist auch von der Schärfe angenehm. Ja, finde ich auch. Nicht so scharf. Aber wie gesagt, japanische Curry sind eh nicht scharf. Also auch wenn du ein scharfes nimmst, denkst du dir, Ja, aber es ist leicht pikant, das ist okay. Also welches schmeckt besser? Ich finde beide gut. Yay! Ja, weil die verschieden schmecken. Ja. Und es ist gut gewürzt. Mit diesem Leckerreis. Das wollte ich hören, genau. Und was sagt ihr zum Leckerreis? Der ist gut, oder? Der ist sehr gut. Irgendwas musst du ja gelernt haben in Japan. Naja, aber ich mache ja keinen Reis. Tee kochen, Reis kochen. Nein, ich habe einen Reiskocher. Der macht das ja für mich. Ja. Und jetzt habt ihr es wirklich nach Rezept gemacht. Genau. Und es ging sehr gut. Das ist mir nicht so eine Beschäftigung, den Reis zu kochen. Ja. Aber auch der Reiskocher in Japan braucht eine Stunde, um Reis zu kochen. Ja. Sehr gut, das japanisches Essen haben wir hier gegessen. Zumindest Fertigessen. Also ich fand das war okay, aber Asasaka Beef Curry, das schmeckt wie Gulasch. Oder so ein... Ja, schmeckt wie... Bisschen wie Gulasch mit Curry. Ja, oder? Wobei es ist zu wenig drin. Und dafür, dass es 10 Euro gekostet hat, finde ich es zu teuer. Dann schon, ja. Ja. Dann ist es, glaube ich, viel einfacher, selber zu kochen, wenn du die Gewürze alle hast. Natürlich. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber das dauert wieder, weil das muss ja auch wieder ziehen und alles. Und muss ich dann selber schnippeln. Dann erwarte ich, wenn wir in Japan sind, dass du für uns einen Curry kochst. Nee. Wir haben noch nie einen Curry gekocht. Wir können einen Curry essen gehen, aber das ist genau das gleiche wie... Das hier. Die japanischen Curryläden, die so auf Curry spezialisiert sind, so Fastfood-mäßig, das schmeckt genau so. Ich bin da kein Riesenfan. Wahrscheinlich kommt ja nicht.
Ja, ich glaube nicht, weil für 10 Euro eine Tüte, das rentiert sich. Die kriegen die Tüte für 3 Euro. Genau, und außerdem auch nicht abgepackte Tüten, sondern in solchen Tüten. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch. Also als abschließender Kommentar, im Vergleich zu dem Fertig-Curry, den ihr das letzte Mal probiert habt. Na gut, das kann man nicht war's vergleichen. Besser? Viel besser. Viel besser. Also, es scheint wohl doch am Preis zu liegen. Also das ist ja bei uns hier letztendlich auch so. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ob es so ganz hochpreisige Convenient Foods gibt. Ja, also das ist ja auch eher ungewöhnlich in Japan. Zu teuer, oder was? Ja. Aha. Ich meine, ich habe das ja jetzt absichtlich das Teuerste ausgesucht. Mhm. Wobei, doch, gibt es schon. Es gibt so Geschenkkataloge in Japan. Wenn man zum Beispiel auf eine Hochzeit geht, und das Brautpaar gibt einem da so einen Katalog, wo man sich irgendwas aussuchen kann. Da gibt es welche, die haben auch Fertigessenssachen drin. Echt? Geht ja. Also würde ich davon ausgehen, dass das dann wahrscheinlich auch sowas in der Art so teure Fertigessenssachen sind. Ja, aber das würde ich nie im Leben machen. Nie im Leben. Und das ist jetzt 2 Packungen? Also ich meine... Nein, das war jeweils nur eine. Ja. Naja, also eine Packung für einen ist dann schon... Ordentlich. Ja, genau. Weil du noch Hunger hast. Nein. Ach. Aber das wissen wie die Mengen. Ja, jetzt ist es halt... Wir haben jetzt genau weniger als... Hey! これでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。